Hallo und herzlich willkommen. Jetzt bist du endlich in Deutschland und du denkst, okay, ja, ich muss ein Konto öffnen. Aber brauche ich Girokonto oder ein Sparkonto oder brauche ich eine EC oder Kreditkarte? Was ist EC-Karte überhaupt? Also fangen wir an. Ich erkläre dir heute und am Schluss wirst du alles gut verstehen und genau in der Richtung Bank dann gehen. Fangen wir mit dem Geldsorten an. Also hier handelt es sich einfach um ein ausländisches Bargeld, umgangssprachlich noch Devise genannt. Währungen. Das ist ein Zahlungsmittel eines Landes oder eine Währungsunion, zum Beispiel in EU. Die ganze Europäische Union nutzt Euro als Währung. Oder in den USA Dollar und so weiter. 3. Bargeld. Also Bargeld ist Geld in einer physischen Form von Münzen und Noten. 4. Abheben. Das bedeutet Bargeldauszahlung, zum Beispiel am Schalter oder einem Bankautomat eine limitierte Summe abheben. 5. Einzahlen. Das bedeutet, eine bestimmte Bargeldsumme anzuhändigen in einem Geldautomat oder in einer Filiale oder in einem teilnehmenden Geschäft. 6. Auszahlen. Das bedeutet, eine bestimmte Menge Bargeld abheben. 7. Girocard. Das ist die klassischste aller Bankkarten und fast bei jedem Konto verbunden. Also vor allem war diese Karte EC-Karte genannt, jedoch ab 2008 ist es nicht mehr so. Und es gilt, um in Geschäfte bargeldlos zu zahlen oder um am Bankautomaten Bargeld abzuheben. 8. EC oder Kreditkarte. Der Unterschied zwischen EC und Kreditkarte, also EC, sogenannte Electronic Cash Card. Zum Beispiel, wenn du damit zahlst, mit dieser Karte wird dein Konto dann zeitnah belastet. Und mit Kreditkarte, das wird normalerweise zum Ende des Monats sein. Auch Kreditkarte muss nicht mit einem Konto verbunden sein. 9. Tagesgeldkonto. Das ist eine Form des Sparens. Also das bedeutet, es dient dem Zweck, momentan nicht benötigte Geld zu parken und in Form von Tageszinsen dafür zu erhalten. Genau, also jetzt sage ich dir, was die Zinsen sind. Zinsen kann ein Preis für das Leihen von Geld sein oder ist der Preis für einfach Preis für ein zur Verfügung gestelltes Geld. Und 11 Girokonto. Das ist einfach gedacht für den Zweck des täglichen Zahlungsverkehrs. Also es ist im Gegenteil von einem Sparkonto, wo wir sparen und das Geld ist nicht für uns immer verfügbar. Wir können unsere Rechnungen zahlen oder das Geld abheben oder in Geschäfte einzahlen. Hoffentlich war das für dich hilfreich und dann bitte Abo und Like-Button anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.